Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Der schmutzige Mann mit dem Hut ist da. Und er ist immer am Rennen. Er rennt für den Sieg. So, und wir wechseln wieder in die Ich-Perspektive. Warum habe ich mich nicht direkt zum Bett begeben? Aus dem Grund. Ja. Oh, ich verbrenne selber. Nein. Unser Fohlen. Lauf, was ich will mit der Hengstfohlen. Oh, wie schön. So, du hast 62% Viehfutter. Jetzt hier das Feuer dran halten. Geht direkt der Schall und Flammen auf. So, wir gehen schlafen. Wir sind schmutzig. Wir sind richtig schmutzig. Egal. Wir sind hungrig, schmutzig, durstig und verletzt. Das ist die Kombination aus allen furchtbaren Dingen, die einem passieren können. Und so gehen wir jetzt ins Bett. Da freut sich unsere Frau, weil sie wäscht uns quasi, sie balsamiert uns ein in der Nacht. Ja, deswegen sind wir am nächsten Tag, in der nächsten Jahreszeit, sind wir wieder ganz fresh. Und passiert etwas? Oh ja, oh, Hochzeitstag. Alle Dorfbewohner sind zu einer Hochzeit eingeladen. Uiuiui. Alle werden der Zeremonie beiwohnen und sich prächtig amüsieren. Surprise, surprise. Trinken wir auf das Paar. Einschränkung, keine Einschränkung. Wir feiern die ganze Nacht. Einschränkung, schenke mal eins von zwei. Ich würde sagen, feiern die ganze Nacht, oder? Boah, geil. Boah, die Hochzeit war fantastisch. Jeder wird sich noch wochenlang daran erinnern. 30% Stimmung. Ist die Scheune jetzt kaputt gegangen dadurch? Warte mal. Warum stand da mit Scheune ein? Ach so, ich verstehe es. Es hat die Scheune war die Voraussetzung. Ohne Scheune wäre das gar nicht gegangen. Aber hier, passt mal auf. Achtung. Bam, balam, bam, bam. Sogar die kleinen Kinder freuen sich. Hier, die kleinen Kinder haben auch die Tassen gehoben, oder was? Das gibt's auch nicht. So, pass mal auf, wir müssen mal nach dem Alter gucken, ob wir jetzt Erwachsene haben, die wieder arbeiten können. Nein, aber die Kinder, sie sind so happy. Sie sind so happy, die Kinder. Das ist doch wunderschön. Und vor allem, schaut mal, ihr ganz ehrlich, wenn ich das hier sehe, hier oben sind die Kids, ja? Und da sind richtig gute Talente dabei. Gut, oh ja, gut, hier ist unser Sohn. Natürlich, unser Sohn, Mann, wer denn sonst und so. Aber das sind ein paar mit drei Dreier-Talenten. Guck mal, Niradka. Wenn das hier, Erika, die Alleskönnerin. Aber hier, Niradka, die Radkappe genannt, hat Snowit und Bolemira als Eltern. Okay. Ja, da ist einiges gemacht worden. Cool, wir dürfen auf jeden Fall diese Folge nicht versauen, weil der Bonus ist echt gut. So, warte mal, da gibt es welche, die wollen. Ernsthaft, ein Kind will was von uns. Was willst du, Brett? Unser eigener Sohn. Du bist doch unser Sohn, oder? Hey, Pretzi. Hallo, Papa. Oh, kann ich dir etwas helfen? Darf ich dich vielleicht etwas fragen? Was denn? Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen, aber dazu fehlen mir noch ein paar Dinge. Und meinen Eltern wollen sie mir nicht geben. Oh, das ist ja mal ganz übel. Hier, Junge Bretzebohr, du raffst es nicht, gell? Du sprichst hier gerade mit deinem Vater. Wenn du sagst, die Eltern wollen es dir nicht geben, dann heißt es auch, dein Papa will es dir nicht geben. Und wenn der Papa es nicht geben will, dann ist der Papa gerade vor dir definitiv der falsche Ansprechpartner. Aber Junge, wir tun mal so, als seien wir nicht der Papa. Weiter. Also ich dachte, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nichts geben, aber ich werde meinen Freunden bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Ich bringe dir, was du willst, aber du musst versprechen, nichts Dummes damit anzustellen. Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Nein, natürlich, unserem Sohn können wir doch keine Wünsche abstreiten. Nein, nein, nichts Dummes machen. Genau wie Papa. Ja, genau wie Papa willst du werden. Was willst du überhaupt? Genau wie Papa, was willst du denn haben? Holzspeer, ey, kriegst du direkt aus dem Lager, warte mal, direkt frisch produziert. Mein Sohn, Mann, was gibt's? Krieg ich Goldmünzen von meinem Sohn? Nein, nein, aber jetzt mal ohne Spaß. Wir können unseren Sohn doch nicht mit Waffen ausrüsten. Wobei, ich finde das gar nicht mal so schlecht, gell? Wow, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Warum ist denn schon Lager schon wieder voll? Die Bretter, gell? 257 Kilo, wir müssen die Bretterproduktion einstellen. Wir müssen so viel produzieren, das ist die, der Dünger. Hört auf zu scheißen, oder hier Pferde, ja doch auch die Pferde, oder das Pferd, das wird auch ein bisschen Dung machen, aber die Schweine machen die größte Schweinerei. So, ein Eisenspeer, nix, Fishing Spear auch nicht, du kriegst einen Holzspeer, Junge.
Ey, wir haben echt ein Problem mit den Lagern. Jetzt mal ohne Scheiß, ich pflanze uns bald hier noch ein drittes Lagerhaus hin. Das liebe ich ja hier. Schön die Birnen, schön die Saftbirnen am Lagerfeuer und so. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Da sitzt ein Kind mit einem Erwachsenen. Zeig ich mal her. Oh. Okay, wenn keiner mit mir was zu tun haben will. Ich weiß, 8 Uhr, 10 Uhr dachte ich, wird hier angefangen, aber egal. Ja, ich werde da aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Wo ist denn unser Sohn? Tagebuch. Wie Papa. Du gehst bestimmt in die, wie Papa, gehst bestimmt in die Kneipe. Warte auf, bevor wir jetzt ihm den Speer geben, schauen wir mal, was der kleine Pretzi so macht. Und er biegt ab in die Kneipe. War ja sowas von klar. Hä? Und jetzt? Bleibst du hier stehen, oder was? Oder machst du da hinten die Chica klar? Ich weiß es nicht. Aber erstmal hier. Aber denk an meine Worte. Zuerst musst du mir versprechen, aufzupassen und nichts Gefährliches zu tun. Ja, ja, ich verspreche es. Kann ich jetzt anfangen zu spielen? Ja, bitteschön, pass nur auf damit. Denke daran, was du mir dagegen zu versprochen hast. Das Geile ist, er erzählt halt überall, ey, mein Vater ist der Geilste. Das wissen die sowieso alle. So, gibt es noch weitere Questianten? So, pass mal auf. Und lass mal raten, wie ich vermutet habe, hier Horniker hat dieses Mal kein Quest. Ah ja, war ja klar gewesen. Aber hier, das ist geil. Das mag ich immer hier oben so in einer Reihe Questen, was das Zeug hält. Gostovia, gehen wir hin und ganz ehrlich, wir nehmen mal wieder ein bisschen Handelsgüter mit. Das Pferd war schweineteuer und ja, wir haben halt echt das Problem mit dem Gewicht, gell? Haben wir irgendwas Schweres, was Wertvolles? Es ist halt, wir können auch das, was wir haben, können wir auch nicht verkaufen. Was heißt nicht verkaufen? Es ist halt krass. Es ist krass viel. Wie ist denn Dünger im Gewicht? Dünger wiegt einen halben Kilo. Wenn wir was mal auf, wir probieren mal was aus. Wir testen mal was aus und zwar am anderen Lager, damit der Weg nicht so lang ist, wenn wir schon so schwere Sachen hier schleppen müssen. So, pass mal auf. Was? Boah, war gute Kunst hier. Guck mal, das wird durch das Kästchen gehalten hier. Sonst, das Kästchen ist quasi so ein Deko-Kästchen. Das ist verklebt mit dem Brett und mit der Wand hinten. Deswegen schwebt das Brett da in der Luft. So. Wie schaut es dann aus? Ich will mal gucken. Dung. Dung wiegt ein Viertelkilo. Und Dünger wiegt einen halben Kilo. So, mal gucken, wie viel Dünger wir herstellen können. Pass auf, wir machen es ganz einfach. Boah, es ist schwer. Es ist scheiße schwer. Scheiße schwer trifft es ganz gut. So, wir sind bei 100. Können wir uns noch bewegen mit 113? 113 Kilo. Ich will mal gucken, ob das leichter wird, wenn ich es zu Dünger verarbeite. Oh, jetzt kommt wieder die schöne Arbeit mit dem Schmutz oder dem Fingernagel und so. Ihr kennt es alle. 113. So, pass mal auf. Und das wird dauern, oder? Naja, geht recht schnell. Mal gucken, ob das Gewicht dadurch weggeht. Wir merken uns einfach mal 113 Kilo. Ich schreibe mir das auf, weil ich kann mir es bestimmt in 2 Minuten nicht merken. 113. 113. Sag mir 113. Sag mir wann. Sag mir, wann ist der Schmutz unter dem linken Fingernagel dran? So, jetzt müssen wir überlegen. Jetzt müssten wir eigentlich... Kann das große Lager mehr Kapazitäten fassen? Jetzt mal ohne Scheiß. Wir rüsten das Lager gleich auf. Dann wird es halt erstmal zum Super-GAU kommen, weil in dem Lager dann halt nichts benutzt werden kann oder so. Aber wir brauchen ein Wohnhaus und oh, wir müssen mal gleich gucken, ob die Nahrungsproduktion, ob sich das deutlich verbessert hat durch den zweiten Koch. Und ja, jetzt klingelt mein Telefon noch. Ja, jetzt muss es mal weiter klingeln. Da kann ich jetzt leider nicht dran gehen. Ich hoffe mal, dass es nicht so viele Störgeräusche macht. Wir spielen einfach mal weiter. So. Okay. 113 ist gesagt. 113 ist es immer noch. Oh, scheiße. Aber passt mal auf. Die können... Okay, hier ist auch schon ein bisschen was drin gelagert. Vor allem hier ist Tierfutter auch drin. Aber wir machen den Dünger mal hier rein. Der wird ja von hier aus direkt weiterverarbeitet. Okay. Das heißt, da passen noch 100 Kilo rein. Lass uns mal Folgendes machen. Wir sollten hingehen. Wir machen nochmal so viel da rein. Wir haben jetzt Platz fürs Lager. Warte mal. So, wie können wir das machen? Was ist denn hier
was ins Lager muss. Eisenbolzen, Eisenpfeile. Fleisch, wir haben so viel Fleisch von unterwegs mitgebracht. Krass. Materiallager. Die Holzstämme lassen wir mal. Kupfer ins Lager. Leder ins Lager. Passt schon. Boah, ist schon wieder voll. Mann, ist das krass. Okay, dann. Ja, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier Dünger herstellen. Warte mal, wir machen noch einmal 150. Das ging ja recht flott. Ja, 160 ist auch okay. Können ja immer noch laufen damit. Ja, soll jetzt nicht so langweilig werden für euch, dass wir als Dünger machen. Dann können wir einfach. Ich mache euch einen Vorschlag. Oh. Aua, aua, der wird ausgepeitscht. Hier ist das Sadomaso-Studio hier. Wir überlegen jetzt gerade mal, was wir machen können. Wir gehen ein bisschen was verkaufen. Dann hoffe ich mal, dass wir genügend Baumstämme haben, um ein Update des Lagers zu vollführen. Und dann gehen wir hin und legen die Baumstämme für das Lager. Wir legen Baumstämme, Bretter, Stöcke, gut, Stein brauchen wir fürs Lager nicht. Aber dann werten wir das Lager auf. Ich denke mal, das Lager hat mehr Fassungsvermögen, oder? Aber andererseits, wenn wir 3000 momentan haben, könnte es auch bedeuten, dass die beiden Lager jeweils 1500 hätten. Vielleicht hat aber auch das große Lager 2000 und das kleine 1000. Boah, das wird schwierig. Vor allem, ich sehe es schon kommen, wir kommen an unsere Materialien nicht ran. Was mich am meisten interessieren würde, ich will wirklich mal sehen, wie das zu verstehen ist mit dem Material. Weil in dem Moment, wo ich das eine Lager auf Update-Gebäude setze, bin ich mal gespannt. Weiß ich echt nicht, wie das wird. Da bin ich mehr als gespannt. Weil wir laufen, wenn wir das Lager updaten, mal rüber zum anderen Lager und schauen uns mal an, ob das Lager dann innen halbiert ist vom Material und so. Oder ob das gesperrt ist einfach. Weil wenn es gesperrt wäre, wäre es übelst krass. Weil dann kommen wir gar nicht mehr ran, um die Sachen zu benutzen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir haben das Problem halt, ich wette mit euch, dass das jetzt auch schon wieder voll ist hier. Ja, die packen so schnell das Material da rein. Es kann aber auch sein, dass die hingehen und das Material von den kleinen Produktionsbetrieben und von den kleinen Hütten und sowas, dass die das hier reinpacken, dass es gar nicht jetzt sofort irgendwie hier ist. Aber wir machen das jetzt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das Ding wird jetzt abgegradet. Wir bauen da jetzt ein anderes Lager drüber. Und dafür nehmen wir uns jetzt mal ganz viel Material mit raus. Weil ob wir hier auf den Boden zugreifen können, weiß ich nicht. So, also Holzstämme. Ernsthaft? Achso, das sind wir. Ah, Gott. Holzstamm. Guck mal hier. Das macht das meiste Gewicht aus. Das heißt, wir können einen Holzfäller abziehen. Der muss eher ein bisschen Brennholz. Was sagt denn unsere Materialverwaltung eigentlich? Ja, das wird eng hier, Leute. Das wird eng. Das ist auch eigentlich. Lasst mal gerade in die Verwaltung gehen, die Holzfällerhütten. Ja, ganz ehrlich, wir haben halt drei Holzschuppen, gell? Da arbeiten drei Leute drin. Das ist halt auch extrem krass. Ja, ich meine, wir brauchen die Baumstämme ja, aber die stellen hier 55 Baumstämme her pro Tag. Gehen wir auf 40 runter und machen ein bisschen mehr Brennholz dafür. Machen wir hier genauso. Dann werden wir gleich zu viel Brennholz wieder haben. Aber wir müssen mal gucken, dass es so ein bisschen sich die Waage hält. Ja, machen wir das hier auch mal. Das heißt, wir produzieren in Summe 30% weniger. Dafür aber 30% mehr Brennholz. Und das ist gar nicht mal so wenig, was sie da rausholen. Wenn man mal schaut, das ist immer abhängig davon, wie gut die Fähigkeit ist. Guck mal, 30% bei einem Vierer. Macht 13,2 und hier macht 30% 16,5 bei 5. Also ist schon ein Unterschied. So, aber jetzt. Bretter. Ich muss gucken, wann ich noch laufen kann halt. 50. Also kriegen wir 60 Bretter, können wir uns noch bewegen. Ja. Ich schmeiß das nur vor die Tür hier, das Zeug. Damit wir die Rohstoffe haben, weil ich weiß es nicht, ob das Upgrade der Hütte, ob das dann hinhaut hier. So, Inventar, Bretter, Troppen, Baumstämme, Holzstamm,
Hey, halt. Pass mal auf, wir müssen auch das Fleisch, das sind auch 30 Kilo Gewicht. Pass auf, wir lassen das Fleisch jetzt auch mal weg. Soll ruhig verarbeitet werden. Mal sehen, was jetzt da an Fisch verarbeitet wurde. Komm, viele Fischfilets. Ja, die produzieren ganz ordentlich. So, Fleisch hier ran, alles rüber. Er hat noch mehr Nahrung einstecken gehabt, warte mal. Ja, die Pilze. Auch das ist Gewicht. Gewicht ist uns jetzt gerade behindert bei dem, was wir machen. Löwenzahn gehört ja ins Materiallager. Okay, sonst keine... Ach doch, hier ist noch ein Steinpilz. Jo, super. Mit dem Baumstamm wird es jetzt schwierig. Aber das kriegen wir hin. Vor allem können wir dann mal hier unseren geilen Bronzehammer mal verwenden. So, wir nehmen nochmal Bretter mit und nochmal, und zwar 30 Bretter. 30 Bretter. Äste brauchen. Ich weiß nicht, ob wir Äste brauchen. Ich glaube, wir werden keine Zweige brauchen. Nimm mal 150. Hatte ich immer alles so pedantisch genau hier. Muss genau natürlich hinhauen. Bretter. Drop. Stämme haben wir keins. Stämme. Stöcke. So, Leder können wir reinpacken. Ich muss schon wieder fast voll, krass. Lederfedern rein. Leder rein. Löwenzahn. Ich will das Zeug mal aus dem Inventar weg haben. Tollkirsche ist mega toll. 23 Tollkirschen, was ging da ab? So, jetzt brauchen wir Baumstämme und davon echt wirklich viel Holzstamm. Jo, ich sag mal, nehmen wir mal 120 Kilo. Oh. War dann vielleicht doch ein bisschen viel. Weil da brauchen wir richtig viele. Mal gucken, ob das was wird. Aber ich bin gespannt, weil es ist wichtig, Leute. Es ist super wichtig. Das rollt hier alles vor die Hütte. Ich hoffe mal nicht, dass das Gebäude blockiert. Ansonsten müssen wir noch anfangen, das umzuräumen alles. Holzstämme. Und das war es noch nicht. Ja, wir brauchen mal locker 100 Stämme oder so. Holzstamm. Ja, guck mal, 95 Kilo geht. Du trägst zu viel. Ich trage zu viel Verantwortung. Das ist halt, das lastet hier im Dorf drauf. Und das ist auch schon so, wir müssen jetzt echt mal über unseren Sohn nochmal reden, ja? Weil, wenn unser kleiner Sohn der Meinung ist, dass er mit uns reden kann, weil der Papa Sachen verbietet und wir der Papa sind, dann hat er vielleicht so eine gespaltene Persönlichkeit oder sowas. Kann ja sein. Wer weiß, was mit unserem... Oh. Ach halt, nein, sperre doch nicht. So, pass mal auf. Oh, das geht noch. Oh, nein. Schaut mal, wir laufen noch, aber... Wir können doch mal hier welche droppen. Wir können es auch mal hier droppen. So, 47. Das heißt, wir können 40 bestimmt tragen. Holzstamm. Ja, das geht. 40, ey, ganz ehrlich, dann liegen jetzt da 70, 80 Stämme. Wobei, es sind bestimmt 5, 6 Stück, die wir pro Wand brauchen. Nee, wartet mal ab. Das sind Bretter, die wir brauchen, bestimmt ganz viele. Das werden gar nicht mal Stämme sein. Also, noch ein paar Bretter mitnehmen. Doppelt gemoppelt und so, ich weiß, aber eh lieber, gehe ich sicher. 65 Bretter. Boah, ja, machen wir auch richtig flott unterwegs. Und jetzt daten wir das Ding ab, so. Inventar. Bretter. Okay. Gebäude. Lager. Kann man da auch, gibt es auch ein Tier-3er-Lagerhaus? Das wäre auch richtig geil. Boah, es gibt ein Tier-3er. Bei 10.000 dann? Okay, 10 Stämme brauchen wir. Okay, pass auf, wir machen es anders. Wir nehmen noch ein paar Holzstämme. Holzstamm. Wir nehmen jetzt mal so 30 Stück ins Inventar. Aber wobei das auch nicht gut ist, weil wir wollen ja ins andere Lager gehen, um mal zu schauen, wie sich das verhält. Aber passt mal auf jetzt. Gucken, ob das überhaupt upgraden geht, weil das beschädigt ist. Doch, geht. Es würde auch drehen gehen. Nein, drehen geht's nicht. So, ach, guck mal. Es hat jetzt was? Stroh. Was war das? Hä? Warum sind wir jetzt überladen? Was haben wir denn bekommen? Wir droppen jetzt mal die Baumstämme auf den Boden.
So. Ach, man kann aufs Lager zugreifen noch. Ja, wie geil, das Lager funktioniert sogar trotzdem. Das ist ja cool. Das heißt, ihr könnt das Lager upgraden, ohne dass wir uns vorher die Materialien nehmen müssen. So, jetzt gucken wir trotzdem mal, was brauchen wir denn da? Wir kalkulieren mal durch. Wir brauchen 10 Holzstämme, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, warte mal, wo haben wir angefangen? Scheiße, wo haben wir angefangen zu zählen? Also wir brauchen pro Wand 5, oder? Ist egal, ob Eingangsbereich. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ist das richtig, ja? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13, also 13 davon. Und was ist mit der Innenauskleidung? Das ist auch nochmal, das ist einmal nur 4, oder? Das ist einmal das Innenteil hier. Gut, das sind dann 4. Und wie sieht es mit dem Dach oben aus? Das Dach sind dann, oh, das sind auch jeweils, oh, warte mal, hier auch das da oben. Ja, 4. Ah, da oben auch der Dachboden. Ist gar nicht mal so ohne. Also das sind nochmal 8 und fürs Dach immer 1. Das sind 3, nee, oh, 4. Das sind auch nochmal 8. Das heißt, da sind wir hier bei 16, 20 und 5, 3, 50, 60, 65. Nach Adam Riese bei 85 Holzstämmen. 85 Holzstämme. Und dann müssen wir mal gucken, wie es sich oben mit den Brettern verhält. Aber erstmal haben wir jetzt da die 85 Holzstämme rein. Ich habe keinen einzigen einstecken, das ist schön. Oder auch nicht. 38. Also ich will es mal wissen, ob das hinhaut. Achten, pass mal auf. Okay, wir können uns nicht mehr laufen. Holzstamm. Holzstamm, Holzstamm. Oh, es wird voll langweilig für euch, geht mir voll leid. Wir droppen jetzt mal 43 oder 33 auf den Boden. 23. Ja, können wir immer noch nicht laufen. 10 auf dem Boden. Immer noch nicht laufen. Nochmal 10. Okay, jetzt können wir laufen. Jetzt haben wir 40. Mal gucken, ob das hinhaut mit unserer Rechnung. 85 haben wir gesagt. Aber vor allem dürfte es uns auch gut Baukunst geben. Warte mal. Technologie, Bautechnik. Notiere ich mir jetzt auch mal. 7650,4. Da bin ich mal gespannt. So, das machen wir jetzt noch fertig in der Folge, Leute. Oh, das geht gut, ja? Mit dem Hammer. Da geht's echt gut von der Hand. Boah, liegt das an dem Hammer oder was? Der macht das ja besser als mit dem Holzhammer, oder? Boah, cool. Das freut mich jetzt wirklich. Vor allem, mich freut es aber erst, wenn da mehr als 3000 ins Lager reingehen. Weil ansonsten hat uns das Spiel mal genatzt, wie man so schön sagt. Wie Gabba Gandalf schon gesagt hat. So, okay. Aber der Hammer nutzt sich auch noch nicht so schnell ab. Sehr gut. So, das waren 40. Ah, wunderbar. 80. Das machen wir jetzt noch fertig. Das geht ja doch schnell. Ich dachte sogar, dass die Wände aus Brettern werden, aber es macht natürlich Sinn, dass es Baumstämme sind. Wow. Puff. Krieg dich wieder ein. Kommen wir da oben dran? Muss ich hochspringen oder was? So, also bisher sind wir mit 80 gut gekommen. Oh, wollen wir mal aufpassen? Okay, und jetzt, wie ist es hier innen drin? Okay, das ist der gesamte Innenausbau. Okay. Ah, guck mal, wie perfekt. So, warte mal, jetzt haben wir 80 verarbeitet. 80. 80. Passt mal auf. Nach meiner Rechnung brauchen wir 5. Das heißt, wir können 18 droppen. Wir haben 5 noch einstecken und dann wird es genau die 85, die berechnet waren. Ah, hier, das sind 2 Felder immer.
Okay, wunderbar. Also im Endeffekt haben wir nur 82 gebraucht, oder? Pause das hin. 82, ja. 82 Stämme. Okay, dann machen wir jetzt mal Bretter weiter. Ja, das machen wir jetzt fertig, Leute. Wir machen das fertig. Ach guck, das sind dann 4 Elemente. Das sind 12... 24 Bretter. Haut das hin. 24 Bretter brauchen wir, ja. Ich bin gespannt. Achtung, Achtung. Hä? Jetzt mal ohne Spaß. Wieso? Das waren jetzt hinten. Das ist ein bisschen komisch, oder? Das ist echt komisch. So, 24, das heißt 30. 30 Bretter. So, und was sagt unsere Bautechnik? Verwaltung? Nein, nicht Verwaltung, Technologie. Bautechnik ist von 7650 auf 7693. Naja, gut. Um 43, etwas um die 42, um die 42 bis 43 angestiegen. Wir hatten ja vorher schon ein paar Schläge drin gehabt, deswegen wahrscheinlich. Das war die Bautechnik. Okay, und jetzt bin ich gespannt, was das Lager von dem Fassungsvermögen sagt. 4000. Das heißt, es hatte, guck mal, wenn das auf 4000 ist, dann hat das Lager 2000 Kapazität und hatte vorher, hatte das dann, wir hatten vorher auf 3000, 2000, das Kleine hat dann 1000 nur gehabt. Okay. Gut. Und ich sag mal, wir können jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr einlagern, wie zum Beispiel diese Stämme hier. Und dann verabschieden wir uns mal in die nächste Folge. Sorry, dass es so lang geworden ist, aber ich sag mal, war nicht unwichtig gewesen, oder? Dann, cool. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und bis dann. Euer Onkel Boogie. Ciao.